Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir uns entschlossen, eine Frühlingstour auf der Wakenitz zu machen. Die Wakenitz ist ein rechter Nebenfluss der Trave im Südosten Schleswig-Holsteins, der den Ratzeburger See entwässert und etwa 15 Kilometer lang ist. Der Flusslauf führt uns von Rotenhusen bis nach Lübeck. Unsere heutige Tour startet vom Anleger in Rotenhusen und führt uns bis zum Naturbad in Lübeck-Eichholz und wieder zurück. Die Strecke entspricht ca. 20 Kilometern und sollte reichen, um den winterlichen Rost ein wenig loszuwerden. Ich weiß noch nicht, ob ich Wagen mit Schiff habe schon fährt. Aber wenn ein Ratze, wo Heinrich der Löwe fährt, denke ich mal, dass die Wagen mit Schifffahrt ja auch schon fährt. Vielleicht nur am Wochenende, wenn schön Wetter ist oder so. Wie wir feststellten, wurden bereits jetzt schon die umgestürzten Bäume vom Herbst aus der Wakenitz entfernt. Ufer begegneten wir zahlreichen Tieren, wie Rehe, Eisvögel, Gänse, Enten und bekamen auf dem Rückweg sogar noch einen Steinadler zu sehen, der hier in der Thank you.
Das Landgasthaus Absalonshorst befindet sich bei Streckenkilometer 5 der Wakenitz, wo wir auf dem Rückweg noch eine kleine Rast einlegen werden. Das erste Mal, dass ich auf das Paddel achten muss. Oh, Schatzi, deine Schwimmweste. Ach, Scheiße. Oh, leck mich doch am Arsch, oder was? Oh. Du hast ein Video, komm. Da ist das Video drauf. Vielleicht komme ich auch mit dem Paddel ran. Das war gerade so angenehm ohne. Was hat sie denn die Schwimmweste? Bei Streckenkilometer 7 sehen wir das Restaurant Mückenbusch, was auch bis heute noch in Betrieb ist. Hier befindet sich auch die Anlegestelle der Wakenitzer Personenschifffahrt. Wollen wir hier mal reinfahren? Ja, du? Ja, allein schon wegen den Schafen. Flieht einer vom Schwan. Ja, auf die Seite. So, und ich habe ihn gleich im Nacken, pass mal auf. Thank you.
ist ein Adler.